Kreative Entschleunigung unter der griechischen Sonne. Das ist die Urlaubsspezialität der Sommerakademie Griechenland auf der Insel Zakynthos. Im Dorf Vasilikos organisiert der österreichische Marktführer in Sachen Kreativurlaub mehr als 100 verschiedene Kurse in 12 Sparten. Das Angebot reicht von Musik über bildende Kunst und Fotografie bis zu Kursen für ein besseres körperliches und seelisches Wohlbefinden. Das Sportangebot wurde für den kommenden Sommer 2015 ausgebaut. Es gibt mehr Pilates beispielsweise, es gibt mehr Fitnessstunden, es gibt ein zusätzliches Angebot im Bereich Bogenschießen. Neu im Programm ist etwa ein Handy-Videokurs. Das ist ein Kurs, den eigentlich ich erfunden habe, weil für mich das Handy nicht nur ein Kommunikationsgerät ist, sondern ein sehr, sehr mächtiges Kreativwerkzeug. Und damit ist es sehr einfach, sehr anspruchsvolle Filme zu drehen. Ein neues Angebot für Jugendliche ist Human Beatboxing. Human Beatbox ist, den Körper zum eigenen Instrument zu machen. Also das heißt, Klangräume zu nutzen, die Stimme zu nutzen, einfach aus sich einen Musikautomaten zu machen. Als Kursleiter fungieren insgesamt 100 Profis. Darunter auch Promis wie die Schauspieler Erich Schleier und Helmut Berger, Jazz-Sängerin Ines Reiger, Fotograf Willi Puchner und Radiojournalist Peter Agatakis. Teilnahmezwang gibt es keinen. Es ist das besondere Konzept der Sommerakademie, dass man sich nicht auf einen Kurs festlegen muss, sondern dass man aus dem gesamten Angebot des jeweiligen Aufenthaltszeitraumes, in der Hochsaison sind es beispielsweise 20 Aktivitäten pro Tag, frei wählen und kombinieren kann. Wenn man sich nicht für einen Kurs interessiert, dann nimmt man einfach an diesem Kurs nicht mehr weiter teil. Das ist natürlich schade, falls man beispielsweise im Theaterkurs die Hauptrolle gespielt hat und dann am vorletzten oder letzten Tag nicht mehr teilnehmen will. Aber wir sind in Griechenland, dort kann man improvisieren und es gibt immer eine Aufführung am Ende der Woche. Aber es gibt auch genügend Zeit, die Insel zu entdecken. Wir bieten unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele Möglichkeiten, die Insel zu erkunden. Es sind insgesamt 2 Tage in der Woche kursfrei. Da gibt es Ausflugsmöglichkeiten. Man kann natürlich aber auch die Insel individuell erkunden. Und wir haben auch einige Kurse, wo man mit Griechen, also mit landeskundigen Führern, die Insel auch besser kennenlernen kann. Könnte die Sommerakademie durch die Finanznöte des griechischen Staates in Bedrängnis geraten? Also ich sehe keinerlei Gefahr. Ich glaube, man muss sehr unterscheiden zwischen dem politischen Hickhack, das uns in den Medien immer als Krimi vorgeführt wird, und der Lebensrealität vor Ort. Also die Urlauber haben auch in den letzten Jahren erfahren, dass da ein großer Unterschied besteht und dass einem wunderschönen Urlaub in Griechenland nichts im Wege steht.